Per Zoom zugeschaltet jetzt für Gemeinsam für Leipzig ist Ute Steglich. Ihre Agentur heißt Alles saubere Leistung. Der Name sagt schon alles. Ute, vielleicht ganz, ganz kurz, kannst du dich denjenigen vorstellen, der dich noch nicht kennt? Wobei ich mir vorstellen kann, es gibt ganz, ganz wenige, die dich noch nicht kennen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ute Steglich. Ich habe ASL als damals Agentur Steglich Leipzig vor fast 27 Jahren gegründet in Leipzig. Also 1993. Mein Ziel war, Menschen in Arbeit zu bringen und anderen zu helfen durch die Vermittlung von Hauswirtschaftshilfen, Kinderbetreuung, Tierbetreuung, Seniorenbetreuung, Hausmeisterdienste und Haushütung. Wie gesagt, jetzt fast 27 Jahre. Im August haben wir also wieder ein neues jährliches Jubiläum zu feiern. Das heißt, mit dem Feiern wird es wohl dieses Jahr nicht so dolle werden. Aber wir sind nach wie vor sehr erfolgreich aktiv. Inzwischen haben wir uns auch umbenannt in Alles saubere Leistung GmbH, weil wir ja auch nicht nur in Leipzig aktiv sind, sondern als Franchise respektive Lizenzgeber eben auch deutschlandweit von ganz oben Schleswig-Holstein bis unten zum Bodensee haben wir ganz viele Agenturen, die die gleiche Dienstleistung erbringen, wie wir das hier in Leipzig sehr aktiv eben seit vielen, vielen Jahren tun. Jetzt haben wir seit etwa 4 Wochen, ja, schon reichlich 4 Wochen, eher 5 Wochen, diese Corona-Situation oder auch Krise, wie viele sie nennen. Wie hat sich denn dein Geschäft im Zuge der haushaltsnahen Dienstleistungen verändert? Im ersten Blick könnte man ja sagen, passiert nicht viel, weil ich sage jetzt mal, geputzt werden muss immer, Haushaltsdienstleistungen müssen auch gemacht werden. Wie hat sich denn das Geschäft verändert? Also zunächst mal das letzte Wochenende, als noch die Reisemöglichkeit war, war ich an der Ostsee, weil die Woche drauf hätten wir an sich Partnertagung gehabt und ich dachte nochmal, so ein paar Tage von Freitag bis Montagvormittag an die Ostsee nochmal ein bisschen Kraft schöpfen für die Tagung, die dann 3 Tage in Leipzig stattfindet und mir natürlich alles abverlangt. Ich bin dann der große weiße Guru, der da vorne auf der Bühne rumturnt. Ja, und dann kam also am Freitag schon die ersten Meldungen, dass es also schwierig sein könnte mit Treffen, mit Veranstaltungen etc. pp. Meine Mädels im Büro völlig aufgelöst. Wir haben also dann nachts noch ganz lange WhatsApp-Nachrichten hin und her und ich immer der Optimist, ja, das wird schon alles und wir kriegen das alles hin. Und die Partner befragt, wollt ihr zur Tagung kommen? Ja, natürlich, wir lassen die Tagung nicht ausfallen, wir lassen uns von so einem blöden Virus nicht die Tagung verderben, wir freuen uns auf Leipzig, wir hatten die Gaststätten für abends bestellt etc. pp. Dann kam Montag das große Erwachen oder respektive natürlich die kalte Dusche von wegen, es dürfen keine Veranstaltungen mehr stattfinden, es fällt alles aus. Die Gaststätten werden geschlossen, Hotels, alles natürlich gebucht, alles storniert und natürlich auch mit bestimmten Einbußen respektive. Ich habe also dann vieles bezahlt und so nach dem Motto, wir werden dann die Tagung im Oktober nachholen und Sie mögen dann bitte eben die Anzahlung uns auf den Oktober umbuchen. Das hat man auch in den Gaststätten und eben natürlich auch in den Hotels sehr dankbar aufgenommen. Dann kam natürlich dazu, dass ab Montag in unserem Büro, wir waren im Büro, wir sind immer noch im Büro, meine Mädels, wir arbeiten weiter, wir haben also unsere Schreibtische stehen weit auseinander, das ist also alles machbar. Und ab dem Montag haben sich natürlich die Telefone heiß geklingelt von Kunden, die natürlich Bedenken hatten, ja, wenn wir jetzt jemanden weiter in unsere Wohnung lassen, der natürlich vorher vielleicht bei einem anderen Kunden gewesen ist, wir haben da so unsere Befindlichkeiten oder wir sind jetzt eben auch auf das Homeoffice angewiesen, sind also eh zu Hause, dann würden wir gerne die Leistung im Moment erstmal aussetzen. Unsere Mitarbeiter hatten wir schon am Wochenende über verschiedene Kanäle informiert, dass wir gerne, wenn es uns denn erlaubt wird, das wusste ja auch an der Stelle noch keiner, dass wir gerne natürlich weiter für unsere Kunden da sind und möglichst bitten, dass unsere Mitarbeiter auch weiter zum Kunden gehen. Ja, es ist ja so eine Geschichte mit Verpflichtung, ist das an der Stelle nicht getan, sondern das muss eben tatsächlich auch vom Inneren kommen, dass die Mitarbeiter eben auch selber nicht die Ängste verbreiten und die Angst haben, dass sie sich also irgendwo anstecken. Wir haben also für Masken besorgt, wir haben für Handschuhe haben wir sowieso schon immer, aber natürlich noch weitere.
Handschuhe uns besorgt und die Mitarbeiter konnten ins Büro kommen, sich das alles abholen, Desinfektionsmittel, damit man also beim Kunden nochmal zusätzlich desinfizieren kann, die Klinke und was eben dann alles noch so angefasst wird. Also wir haben alles getan, um alles rund zu machen. Dennoch ist es natürlich so, dass ungefähr knappe 200 Kunden jetzt zeitversetzt natürlich unsere Leistung abgesagt haben, ausgesetzt haben für März und eben jetzt auch noch natürlich für April, bis sich das wieder normalisiert hat. Mhm. Aus meiner Sicht ein bisschen auch angeheizt durch die Medien, die aus meiner Sicht, meine ganz persönliche Meinung, ja, auch sehr viel Panik verbreiten, wenn man sich mal die Fallzahlen besonders auch in Leipzig anschaut mit jetzt aktuell 503 oder 504 Erkrankten bei 600.000 Einwohnern. Naja, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich halte das zumindest für relativ fragwürdig. Also ungefähr 200 Kunden haben abgesagt. Wir haben dann ganz, ganz schnell auch reagiert und durchgerechnet, wie viele Stunden bei den Mitarbeitern uns dadurch ausfallen und sind dann ganz schnell darauf gekommen, dass es also auf alle Fälle mehr als 10% sind, die ausfallen. Nun war ja im März noch, Mitte März, die erste Regelung, Arbeitsagentur, Kurzarbeitergeld, erst wenn 30% ausfallen. Aber mir war schon klar, auch von einer Veranstaltung, die in der IHK noch stattgefunden hat, sehr aktuell, wo schon die Tendenz dahin ging zu sagen, also es wird wohl so sein, dass Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann oder der Antrag gestellt werden kann, wenn etwa 10% der Stunden ausfallen. Das heißt, wir haben also dann ganz schnell auch die Anzeige bei der Arbeitsagentur gemacht. Die habe ich gleich dann in der ersten Woche gemacht. Noch nicht so ganz genau wissend, ob es überhaupt auf uns zutrifft, aber so nach dem Motto zurücknehmen und nicht in Anspruch nehmen kann man es immer noch. Erstmal müssen wir es beantragen, damit wir also gegebenenfalls auch hier finanzielle Möglichkeiten haben, um zu reagieren. In der Zwischenzeit ist dieser Antrag bewilligt. Wir haben jetzt also die Lohnrechnung durch. Die ist bei uns immer im folgenden, bis zum 10. Mhm. des folgenden Monats. Es ist jetzt alles fertig. Und es ist also tatsächlich so, dass also roundabout 15% Ausfall an Stunden ist. Das ist also jetzt nicht, wie soll ich sagen, bedenklich oder existenzgefährdend für ASL. Aber es ist natürlich nicht schön und die Mitarbeiter würden also weniger Geld bekommen. Das heißt, wir haben also aufgestockt auch, damit also netto nicht wirklich weniger in der Lohntüte ist, als es tatsächlich sonst der Fall wäre, wenn sie weiter voll gearbeitet hätten. Aber die Mitarbeiter sind sehr, sehr gut drauf, sind positiv gestimmt und machen weiterhin einen ganz, ganz tollen Job, gehen also zum Kunden und alle Kunden, die das wollen, werden von uns bedient und Vertretungen für die Mitarbeiter sind natürlich auch welche krank. Ist ja klar, ist ja immer irgendjemand krank bei über 60 Leuten. Da konnten wir also jetzt auch die Vertretungen für alle organisieren, weil eben das eine oder andere ausfällt. Aber alles in allem natürlich für uns nicht lebensbedrohlich und nicht existenzgefährdend, wie das ja in sehr, sehr vielen anderen Branchen der Fall ist, definitiv, wenn man sich das also mal so umhört. Und ich weiß, ich bin also ja sehr engagiert in verschiedenen Verbänden und Vereinen, auch außerhalb Leipzigs, im Berufsverband der Hauswirtschaft. Da spricht man davon, die Statistiken sagen, dass also in den alten Bundesländern sogar 90% Ausfälle sind in den Dienstleistungsagenturen, die das Gleiche tun, was wir also hier bei ASL auch tun. Und das ist natürlich dann schon wirklich ja, existenzgefährdend, existenzbedrohend. Das kann man also fast nicht aufholen. Und es ist ja auch so, dass im Dienstleistungsbereich, Gaststätten, viele, viele andere, ja auch die Rücklagen gar nicht in diesem Maße da sind, dass man das aus eigenen Mitteln jetzt plötzlich 3, 4, 5, 6, 7 Wochen überbrücken könnte. Das ist überhaupt nicht machbar, weil das einfach nicht in diesem Maße Geld angehäuft werden kann in unserem Staat. Das ist einfach nicht möglich, im Dienstleistungsbereich jedenfalls nicht. Also ich fasse mal zusammen, die Arbeitslosen, beziehungsweise nicht Arbeitslosenmeldungen, sondern die Kurzarbeit, ist ja noch ein gewaltiger Unterschied, Entschuldigung. Die Kurzarbeitbeantragung ging relativ problemlos und das Lohnbüro hat es dir dann wahrscheinlich alles ausgerechnet für den Antrag gleich.
Das ist, ja, also wir rechnen den Lohn selbst. Ich habe ja eine Buchhalterin bei ASL und wir rechnen den Lohn über ein Lohnprogramm, das natürlich, ja, das Update für das Kurzarbeitergeld erst Mitte April senden kann. Mhm. Das heißt, die technischen Voraussetzungen, das für die Arbeitsagentur jetzt ganz exakt auszurechnen, ist sehr, sehr umfangreich. Mhm. Und wie gesagt, bei über 60 Mitarbeitern, die es letztendlich auch fast alle betrifft, muss jeder Mitarbeiter einzeln in die Hand genommen werden und jeder Tag einzeln eingetragen werden. Sie hätte also 8 Stunden gearbeitet, hat nur 5 gearbeitet, 3 kriegt sie Kurzarbeitergeld. Also das ist ein sehr, sehr großer, gewaltiger Akt, den hier meine Mitarbeiterin aus der Lohnbuchhaltung da bewältigen muss. Sie hat viele Überstunden, keine Kurzarbeit, sondern viele Überstunden geschoben, um das also rechtzeitig zum 10. dann fertig zu haben und eben auch an den Lohn, die Steuern, Lohnsteuern und so weiter, was alles dranhängt, rechtzeitig überweisen zu können. Die bezahlen wir natürlich, logischerweise. Mhm. Und alles andere eben auch die Mitarbeiter pünktlich zu bezahlen und eben dann auch für das Kurzarbeitergeld das alles an die Arbeitsagentur zu schicken. Das muss man ja zunächst alles erstmal vorschießen. Also ich muss ja, den Lohn erstmal inklusive des Kurzarbeitergeldes natürlich vorschießen und bekomme dann das Kurzarbeitergeld irgendwann, schauen wir mal, wie lange das dann dauert, zurück. Also du hast es noch nicht lange bekommen? Lange gedauert hat, ich habe also bei der SAB, bei der Sächsischen Aufbaubank, diesen Kredit beantragt, den man beantragen konnte. Das habe ich also auch gleich am ersten Tag gemacht, als es ging. Da ging es auch online. Komischerweise, ich bin durchgekommen und konnte alles ausfüllen. Es ist viel Papier zu bewegen gewesen. Ja, viele Seiten mit Kopie Personalausweis und dann nochmal mit Ausweis und Gesicht in die Kamera halten und dann noch ein Foto machen und bla bla bla. Und BWAs und hast du nicht gesehen, was die dann alles haben wollen? Gott sei Dank ist ASL ein gesundes Unternehmen, denn Unternehmen, die also 2018, 2019 schon ein paar Themen hatten, kriegen ja gar nichts. Ja, die sind ja jetzt völlig out of order. Uns ging es da gut und wir haben dann also auch bei der SAB relativ schnell innerhalb einer Woche auch das Geld tatsächlich auf dem Konto gehabt, was ich natürlich toll finde. Ja, und nun müssen wir mal weiterschauen. Ich denke, bin ja sowieso immer ein optimistischer Mensch. Ich denke, wenn es dann ab dem 20. April wird es noch nicht ganz weitergehen, wird noch nicht alles weg sein an Themen, aber ich denke, im Mai wird es dann ganz stark wieder aufwärts gehen, dass die Kunden uns dann natürlich auch wieder brauchen und buchen, wenn sie dann wieder Homeoffice verlassen können, wieder ganz normal in ihre Büros oder wo auch immer zum Arbeiten hinfahren und wir dann eben unsere Kunden natürlich auch wieder zurückhaben. Und die wir haben, die bleiben bei uns, das ist relativ sicher. Wir sind ja auch ganz viel in der niedrigschwelligen Betreuung unterwegs, also was die Krankenkassen dann letztendlich bezahlen und da ist natürlich der Bedarf wenig zurückgegangen. Das ist ja, die brauchen unsere Hilfe und die nehmen die auch weiter in Anspruch. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Also Antrag Kurzarbeitergeld, schwierig oder nicht schwierig? Umfangreich. Also für jemanden, ich meine, ich bin Betriebswirtschaftler. Mhm. Für mich ist das nicht das große Thema. Ich habe auch die Zahlen relativ schnell, natürlich, weil ich das alles ordentlich ablege. Aber ich kann mir vorstellen, dass also der eine oder andere Handwerker oder Gewerbetreibende, der jetzt nicht betriebswirtschaftlich so affin ist, das ist ein guter Handwerker oder ein guter Gewerbetreibender, aber Betriebswirtschaft macht das Steuerbüro vielleicht im Schuhkarton, wieder, wenn er das dahin bringt, da könnte es wahrscheinlich also, schon eher schwierig sein. Jetzt redest du aber vom Kreditprogramm des Freistaates, nicht vom... Vom Kredit, von der SAB, genau. Alles klar, vom SAB, alles klar. SAB ist egal, ja. Okay, nee, haben wir uns noch nicht missverstanden. Ich habe nochmal am Anfang gefragt, auch ich bin nochmal zurückgesprungen zum Thema Kurzarbeitergeld. Okay. Wie fandest du da den Service von der Agentur für Arbeit, bis auf dass das Geld noch nicht da ist? Also der Antrag, das sind 2 Seiten, beziehungsweise die Anzeige des Kurzarbeitergeldes, ja. Das sind 2 Seiten, das ist sehr schnell auszufüllen und das ist relativ unkompliziert. Also das sollte schon jeder problemlos schaffen. Und dann schickt man das online hin. Also das war alles, das war relativ easy. Da war mehr der Aufwand, wie du gesagt hast, im Personalbüro, die für die einzelnen Mitarbeiter die genaue Erfassung der Arbeitszeiten quasi der Agentur für Arbeit dann zuzuweisen. Aber Geld ist noch keins da von der Kurzarbeit.
von der Kurzarbeit noch kein Geld da, aber das ist ja jetzt auch, wie gesagt, erst diese Woche passiert, dass wir das rechnen konnten. Und jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie lange dann letztendlich die Bearbeitungszeit bei der Arbeitsagentur dauert. Die werden auch nicht nur auf ASL warten. Ja, und bei der SAB sagst du, Antrag deutlich komplizierter. Ja. Aber gibt es dann auch Hilfsangebote von der SAB, dass man jemanden anrufen kann? Oder wie ist, hast du damit Erfahrung gemacht oder hast du es nicht gebraucht? Ich habe keine Erfahrung damit gemacht, weil ich es nicht gebraucht habe. Aber ich weiß von einigen anderen, die versucht haben, über die Hotline Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Was natürlich schwierig war, weil Hotline ist auch irgendwann mal begrenzt. Ich kann mir vorstellen, dass da also die zu wenig Menschen letztendlich auch da sind, um die Hilfe und Unterstützung am Telefon geben zu können. Ja. Also und dann SAB kam sehr schnell das Geld, hast du gesagt, aber wie gesagt, Antrag etwas komplizierter und dann geht es aber auch recht gut. Und es ist ein Kredit nach jetzigem Stand der Dinge. Es kann sein, dass es ja noch umgewandelt wird, zumindest teilweise je nach Unternehmen wahrscheinlich auch, so habe ich es verstanden. Und es gibt ja auch eine gewisse Prämie, wenn man es dann nach 3 Jahren zurückzahlt. So hatte ich Martin Dulich auch neulich im Interview verstanden. Ja, es war ja auch die Rede davon, so hat es unser MP Kretschmer ja kundgetan, wer also es nicht zurückzahlen kann, dann würde es wohl als Zuschuss gewährt werden können. Mhm. Wobei ich für meine Seite, für ASL, nicht davon ausgehe, dass ich es nicht zurückzahlen kann. Ich denke, ich werde es zurückzahlen können oder ich bin da ganz optimistisch, dass wir das zurückzahlen, vielleicht sogar auch nicht erst nach 3 Jahren, wie ja, also es ist ja 3 Jahre tilgungsfrei, ja, und zinslos ist es sowieso. Ich denke, sobald es mir möglich ist, werde ich das auch zurückzahlen, weil ich denke, es gibt sicher viele, viele andere, die es dann auch in der Zeit vielleicht mehr benötigen, als wir das benötigen. Ich bin erstmal froh, dass ich es habe. Ich bin jetzt erstmal auf der relativ sicheren Seite, was die Liquidität betrifft. Ich hatte also auch die Miete erstmal ausgesetzt, die werde ich also jetzt auch zahlen. Dann die Beiträge an die Krankenkassen haben wir erstmal ausgesetzt. Alles Möglichkeiten, die ich natürlich sofort in Anspruch genommen habe, um auch erstmal abzuwarten, was tut sich jetzt hier an der Kundenfront. Es hätte uns ja auch ganz anders treffen können, weiß man ja nicht. Ja. Ja. Und insofern habe ich also erstmal alles, was Strom und so weiter, alles erstmal geschrieben, dass wir bitte erstmal um Aussetzung bitten. Wir haben auch von allen das grüne Licht dafür erhalten. Also wir sind da auch auf der relativ sicheren Seite. Aber jetzt dadurch, dass ich also von der SAB das Geld relativ schnell und unkompliziert bekommen habe, bin ich in der Lage, auch diese ganzen Verbindlichkeiten zu begleichen. Und das werde ich dann auch schnellstens tun. Okay. Dann vielleicht noch eine Frage so zum Schluss. Ein bisschen philosophisch vielleicht sogar schon fast. Wie glaubst du, wird sich das Wirtschaftsleben durch diese Krise ändern? Man sagt ja immer so, es gibt die Zeit vor Corona, nach Corona. Glaubst du, dass das Corona... Dieser Einbruch oder diese herbe Einschränkung, die wir jetzt gerade haben, dass das nachhaltig in unserem Leben irgendwie erhalten bleibt und in welcher Form? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man anders enger zusammenrückt. Es gibt ja jetzt ganz viele Möglichkeiten, sich zwar nicht persönlich zu treffen, aber eben über Zoom oder über andere Videomaßnahmen eben zusammenzurücken und etwas zu tun. Und ich denke und hoffe, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich im Moment erlebe, dass sich das auch weiter in die Zeit nach Corona hineinträgt. Und was ich mir sehr, sehr wünsche, ist, dass sowohl in Sachsen als auch von der Bundesrepublik her noch weitere Maßnahmen ergriffen werden, um eben wirklich Unternehmern unter die Arme zu greifen. Wie gesagt, wenn ich an unsere Gaststätten denke, wenn ich an die Eventleute denke, wenn ich daran denke, was alles ausfällt, was alles im Zoo, wenn ich mir überlege, ich habe gelesen, dass es Zoos gibt in Deutschland, die Gedanken daran verschwenden, ob sie Tiere schlachten, um andere Tiere am Leben zu erhalten. Also Leute, das ist doch das Hinterletzte in einem Land wie unserem Land. Das darf doch nicht sein. Und da hoffe ich, dass also noch weiteres Gehirnschmalz investiert wird, um sich zu überlegen, was können wir für die Wirtschaft tun, weil wenn das noch 2, 3, 4, 5 Wochen so weitergeht, dann wird es sehr, sehr viele geben, die den Weg nicht weiter mitgehen können und die dann über die Klinge springen. Und das würde dazu führen, dass die Großen noch größer werden
und die Kleinen sterben. Und das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, was der Wirtschaft auch nicht gut tut, aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir hier ganz schnell Möglichkeiten finden, um tatsächlich hier aktiv zu werden, eben wirklich mit Zuschüssen und nicht mit Krediten, die von vielen gar nicht zurückgezahlt werden können, weil der Umsatz gar nicht aufgeholt werden kann von 6 Wochen, 8 Wochen oder wie lange auch immer. Okay. Das war aber schon ein guter Appell für die lokale Wirtschaft, lokal einzukaufen. Ich kann nur so viel sagen, wir haben ja auch hier eine Kaffeemaschine im Büro bei Gemeinsam für Leipzig. Und ich gehe eigentlich jeden Tag als Solidarität zu einem Bäcker dieser Wahl, mal zu Lukas, mal zu einem anderen Bäcker und kaufe jeden Tag einen Kaffee to go, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Und ich denke, so ähnlich hast du das auch gerade gemeint, wir müssen auch lokal weiterhin die Unternehmen noch unterstützen und genauso auch lokale Dienstleistungen buchen und nicht Dienstleistungen von Ferner oder von Vermittlern, wo das Geld woanders gelassen wird. Okay. Richtig. Ich sage schönen Dank für diesen Freitagabend hier, wo wir das aufgezeichnet haben. Diese und andere Videos finden sich wieder bei Gemeinsam für Leipzig auf unserem Facebook-Kanal. Und ich sage danke an Ute Steglich. Sie ist Inhaberin von Alles Saubere Leistungen, Agentur ASL. Habe ich richtig gesagt? Ja, Agentur. So fast. Ich habe es ein bisschen kauderwelscht, aber Agentur Alles Saubere Leistung. Passt schon. Das passt. Okay, dann schönen Dank für die Zeit. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende.